starten wir mit WPF und einem tollen Design-Pattern, das damals entwickelt wurde, nenne ich das MVVM-Pattern. Diesmal die Theorie, wie das Pattern grundsätzlich funktioniert, welche Komponenten es da gibt und dann sehen wir uns natürlich auch konkrete Beispiele mit WPF an. Das MVVM-Pattern besteht aus mehreren Komponenten. Das eine ist das Model, das zweite ist die View und das dritte ist sozusagen die Kommunikation zwischen den beiden über das View-Model. Ja, View-Model ist vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt. Man kennt auch ein Pattern, das heißt Model-View-Controller, funktioniert aber ein bisschen anders. So, bei den Design-Patterns geht es ja auch immer darum, wer kennt wen. Also wo gibt es direkte Abhängigkeiten und welche Abhängigkeiten gibt es eben nicht. Und beim MVVM-Pattern ist das so geregelt, dass die View das View-Model kennt, aber umgekehrt eben nicht. Also das View-Model darf die View nicht kennen. Das View-Model ruft auch in dem Sinn nichts von der View auf. Denn das View-Model ist pure Logik und pure Logik lässt sich auch ja nicht testen. Was das View-Model aber kennt, ist das Model. Also das Model ist zum Beispiel Daten, die ihm entsprechend angezeigt werden. Das View-Model, die Aufgabe des View-Models ist es nun, das Model zu laden und alle Aktionen und Daten zur Verfügung stellen, die die View braucht. Natürlich muss auch die View das Model kennen, denn ansonsten könnte es die Daten ja nicht darstellen. Und wichtig eben, das View-Model kennt die View nicht. Eines der wesentlichsten Komponenten in diesem Pattern ist das, denn wenn man das ordentlich macht, kann das View-Model wiederverwendet werden, auch wenn sich die View ändert oder in einer anderen Technologie gemacht wird. Also zum Beispiel WPF als Desktop-Anwendung und das gleiche View-Model in Xamarin zu verwenden für eine mobile Anwendung, das geht, wenn man sauber designt. Gut, was haben wir noch? Die Kommunikation zwischen View und View-Model funktioniert dann im Allgemeinen über einen Mechanismus, den man Datenbindung nennt. Das heißt, gebunden werden ganz konkret alle Werte, die in der View angezeigt werden sollen, über Eigenschaften des View-Models und auch Aktionen, die ausgeführt werden sollen. Also ein Button-Click oder ähnliches ist dann eben gebunden auf ein, könnte man sagen, eine Methode, nicht ganz, sehen wir uns dann im Detail an, aber auf eine Methode im View-Model, die dann eben ausgelöst wird. Also bei Aurelia zum Beispiel im Web ist es konkret so, dass es eine Methode ist, bei MVVM ist es eine Command-Eigenschaft, also in WPF. Gut, das Model und beinhaltet die Rohdaten, also zum Beispiel ein DateTime. Auch das View-Model liefert lediglich ein DateTime. Und wenn wir aber jetzt nicht ein DateTime to String anzeigen wollen, sondern zum Beispiel letzten Sonntag oder sowas in der Art, oder auch anstatt eines Dezimals einen schönen formatierten Eurobetrag, dann funktioniert das auch über die Datenbindung, ohne dass die View-Model-Klasse hier die entsprechende Umwandlung macht, denn das geht dann über die sogenannten Value-Converter. Also Value-Converter sind dazu da, um Sachen, sagen wir, schöner zu machen. Ja, um zum Beispiel die Sichtbarkeit zu ändern, je nachdem, ob ein Wert true oder false ist, also ein booleschen Wert umändern auf etwas anderes, auf eine Visibility-Eigenschaft oder eben ein konkretes DateTime und er zeigt die Zeitdifferenz an oder ein Float-Dezimal oder ähnlicher Wert und er zeigt mir dann entsprechend schöne Eurobeträge an. Das wird mit Value-Converter gemacht. Also, die View kennt das nicht. Die hat nur die Eigenschaften, stellt es zur Verfügung. Die View kennt das View-Model und stellt und holt sich die Werte entsprechend automatisch über die Datenbindung ab. Gut, häufig lädt das View, kennt das View-Model zwar das Model, aber lädt das natürlich dann über entsprechende Services oder Repositories, wird das Model geladen und dann eben zur Verfügung gestellt. Also so könnte man das MVVM-Pattern einmal ein bisschen strukturieren und die Komponenten ansehen. Wie gesagt, die View, das View-Model und das Model. Model wäre eine Personenklasse. Das View-Model wäre zum Beispiel eine Klasse, die Personen lädt, ermöglicht Personen hinzuzufügen, zu löschen, zu bearbeiten. Und die View wäre entsprechend
mit einer Technologie wie XAML oder ähnliches, wo dann eine Liste von Personen angezeigt wird, über Buttons dann zum Beispiel das Hinzufügen oder Löschen gemacht wird. Und die eigentliche Logik passiert im View-Model. Gut, also soweit zum theoretischen Überblick des MVVM-Patterns. Und dann gehen wir, würde ich sagen, mal in die Praxis mit WPF. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.